Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir haben den VW Tiguan Allspace ausprobiert. Wir zeigen Ihnen den Porsche Panamera Sport Turismo. Und wir waren mit dem neuen Skoda Karoq unterwegs. Der VW Tiguan bekommt Verstärkung. Wer den Touareg zu groß findet und den Tiguan zu klein, der sollte sich den ab sofort erhältlichen Tiguan Allspace genauer ansehen. Die neue Lank-Version des erfolgreichen Bestsellers beeindruckt mit einem leicht veränderten Design, einem attraktiven Ausstattungsprogramm, mehr Platz und größerer Flexibilität im Innenraum. Das funktionelle und solide Cockpit und zahlreiche praktische Assistenzsysteme werden vom normalen Tiguan übernommen. Es bleibt beim gewohnten VW-Layout mit einem hochmodernen Infotainment-System und dem zentralen Touchscreen. Ein um 11 cm verlängerter Radstand und ein um 11 cm verlängertes Heck lässt die Gesamtlänge auf 4,70 m wachsen. Das macht den Tiguan Allspace zum Raumriesen unter den SUV seiner Klasse. In der zweiten Sitzreihe darf man sich über die serienmäßig um 18 cm verschiebbare Rückbank freuen. Mit einem Gepäckraum von fast 2000 Liter bei umgeklappter Rückbank und einer Ladelänge von beinahe 2 Metern bietet der Tiguan Allspace mehr Platz als so mancher Luxuskombi. Gegen 670 Euro Aufpreis gibt es sogar eine dritte Sitzreihe, die zumindest für Kurzstrecken auch für Erwachsene zumutbar ist. Angetrieben wird der Tiguan Allspace von modernsten, sparsamen Benzin- oder Dieselmotoren in der Basisvariante mit jeweils 150 PS, serienmäßig mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Frontantrieb. Bei den Benzinern stehen weiters zwei TSI-Motoren mit 180 oder 220 PS zur Auswahl, beide serienmäßig mit Allradantrieb und DSG-Automatik. Alle Dieselmotoren sind mit einem SCR-Katalysator und einem 12 Liter großen AdBlue-Tank ausgestattet, um auch die Stickoxidemissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Den 150 PS starken 2 Liter TDI bietet VW wahlweise mit Front- oder Allradantrieb an, mit Schaltgetriebe oder DSG. Die beiden stärkeren Dieselversionen mit 190 und 240 PS haben auch immer DSG und Allradantrieb. Wir fahren die beliebte 150 PS Dieselversion mit Allrad- und DSG-Automatik, die weder mit Schaltdrucken noch mit unnötigen hohen Drehzahlen nervt. Unabhängig vom Motor gilt für den Allspace das gleiche wie für den normalen Tiguan. Ihr fährt ausgesprochen mühelos und komfortabel, auch wenn die Straßen schlechter werden. Der verlängerte Radstand wirkt sich positiv auf den Geradeauslauf aus und das verlängerte Heck macht sich selbst in flott angefahrenen Kurven nicht bemerkbar. Der Tiguan Allspace von Volkswagen kombiniert die Allround-Eigenschaften eines SUV mit der Geräumigkeit eines Vans. Er ist ab 33.290 Euro zu haben. Ein Blick von vorne und es ist klar, ein Porsche. Ein Blick von der Seite und Sie sagen, da ist etwas anderes. Spätestens am Heck ist es nicht zu übersehen. Das ist ein völlig neuer Porsche. Der Porsche Panamera wurde in seiner zweiten Generation bereits optisch wie auch technologisch völlig überarbeitet. Jetzt setzt Porsche noch eins drauf. Dieser Sport Turismo ist der erste seiner Art. Bereits 2010, als der erste Panamera am Markt war, hat sich Porsche die Frage gestellt, wie geht es eigentlich weiter damit? Haben wir dann unterschiedliche Derivate erdacht und auch in 1:1 Modellen im Studio dann visualisiert und hatten eine ganze Familie von Panamera-Fahrzeugen. Besonders aus der Menge der Derivate wirklich hervorstach war die Idee des Sporttourismo. Es ist zunächst mal ein typischer Porsche. Das beginnt mit der Proportion des Fahrzeuges, dass es eben sehr niedrig wirkt. Es ist die Seitenscheibengrafik und vor allem natürlich das nach hinten abfallende Dach, was von den Sportwagen kommen, wir ja immer als Flyline bezeichnen.
Ebenfalls neu im Heck des Fahrzeugs der Spoiler. Wir haben hier einen variablen Dachkanten-Spoiler. Die Motorenpalette beginnt beim V6 Turbobenziner mit 330 PS. Auf 440 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment bringt es der 4S Biturbo. Auch verfügbar eine Hybridvariante mit einer Systemleistung von 462 PS und einer rein elektrischen Reichweite von 50 km. Das Topmodell ist der 4 Liter V8 mit 550 PS und 304 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Sport Turismo hat serienmäßig Allradantrieb und fahrwerksseitig alle Optionen, die auch in der Sportlimousine zur Verfügung stehen. Hervorzuheben die Variabilität. Angefangen bei der 4+1-Sitzigkeit, eine variable Rückbank, umklappbar mit dem neuen 5. Sitzplatz und einem größeren Kofferraum mit abgesenkter Ladekante und einem deutlich höheren Nutzwert. Modernster Entertainment- und Connectivity-Dienste sind im Cockpit integriert. Kernstück das große Touch-Display inklusive Sprachbedienung. Ein Sportfahrzeug, Komfort und viel Platz. Wer diese Kombination will, ist beim Porsche Panamera Sport Turismo gut aufgehoben. Der Skoda Karoq ist ein komplett neu entwickelter, kompakter SUV mit modernster Technik, wobei die neue Designsprache der Marke eindeutig erkennbar ist. Die Voll-LED-Scheinwerfer und der Skoda-typische trapezförmige Kühlergrill sorgen für einen markanten Auftritt. Am Heck stechen die dreidimensionalen, zweigeteilten LED-Leuchten in typischer C-Grafik hervor. Die Heckklappe lässt sich elektrisch mit einer Fußbewegung öffnen. Der neue Skoda Karoq bietet von allem mehr als der erfolgreiche Vorgänger Yeti. Der neue wächst um 16 cm auf rund 4,40 m Außenlänge. Die Breite legt um 5 und der Radstand um 6 cm zu. Kein Wunder, dass der Karoq im Innen- und Gepäckraum mehr Platz bietet. Am deutlichsten sichtbar wird das beim Basiskofferraumvolumen, welches nun 521 Liter umfasst. Auf Wunsch ist das sogenannte Vario-Flex-Sitzsystem erhältlich. Dabei kann die Neigung der Rücklehnen verstellt, die beiden äußeren Vorsitze einzeln verschoben oder alle drei Sitze ganz herausgenommen werden. Dadurch wächst das Ladevolumen auf bis zu 1810 Liter. Die Vario-Flex-Rücksitze sind bequem und ebenso langstreckentauglich wie die angenehmen gepolsterten Vordersitze mit ausreichend Seitenhalt. Das Cockpit ist aufgeräumt und übersichtlich. Der Skoda Karoq ist sehr modern und hochwertig eingerichtet. Das Angebot umfasst unter anderem die neuesten Geräte des Volkswagen-Konzerns mit kontrastreichen Touchscreens und einer Smartphone-Integration, die auch Android Auto und Apple CarPlay unterstützt. Wir müssen auch wieder einmal die vielen praktischen Ideen loben, die inzwischen zum Markenzeichen von Skoda geworden sind. Zu den vielen Simply Clever Details, wie zum Beispiel Eiskratzer im Tankdeckel oder Parkticket-Halter, gesellen sich im Karoq beispielsweise die elektrisch schwenkbare Anhängekupplung und ein Kofferraumrollo, das an der Heckklappe befestigt ist, sodass es beim Öffnen nach oben schwingt und dadurch nie im Weg ist. Der serienmäßig umfangreich ausgestattete Skoda Karoq bietet eine ganze Reihe wegweisender Assistenzsysteme, die sonst ausschließlich höheren Fahrzeugklassen vorbehalten sind, wie zum Beispiel die automatische Distanzregelung, welche Radar unterstützt selbstständig den gewünschten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält. Bei den Motoren stehen sparsame Benziner und Diesel mit einem Leistungsspektrum von 115 bis 190 PS zur Wahl, die ab 150 PS auch mit einem intelligenten Allradantrieb kombinierbar sind. Der Skoda Karoq fährt sich sicher und bequem, es wird Ihnen nie unangenehm laut und auch auf reparaturbedürftigen Straßen kommt der gute Federungskomfort zur Geltung.